Willkommen zu einem neuen Video. The fuck? Leute. Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Geil, dass ihr wieder am Start seid. Freut mich mega, dass ihr wieder auf meinem Channel seid. Heute gibt es natürlich wieder ein Tutorial. Ich war leider nicht on the field. Ich bin nicht draußen unterwegs, weil das Wetter ist gerade mega mies. Aber ich werde euch so ein bisschen zeigen, wie eine richtig, richtig, richtig geile Wall Transition funktioniert und das sogar mega schnell. Also wirklich, das könnt ihr theoretisch in 5 Minuten abfilmen und dann könnt ihr das am PC fertig machen. Also das ist wirklich easy. Wenn ihr möchtet, schreibt einfach unten in die Kommentare. Dann mache ich auch noch ein Video, wie ich das geshootet habe. Also ganz konkret, welches Equipment, wie laufe ich quasi. Was muss man halt beachten, ne? Also darum geht es so ein bisschen dann im separaten Video, wenn ihr das denn braucht, weil ich glaube, das kriegt ihr auch so hin, die Shots zu machen. Ansonsten, wenn ihr da trotzdem noch Fragen habt, einfach in die Kommentare schreiben und ich zeige euch das einfach, easy. Ansonsten zeige ich euch jetzt erstmal den Part, den man am PC machen muss, wenn ihr die Shots schon habt. Und ihr habt ja wahrscheinlich im Intro schon gesehen, wie das aussieht, das ist ja diese super geile Wall Transition. So Freunde, was geht? Also, wie gesagt, heute geiles Wall Transition Tutorial. Wir gehen jetzt in Premiere Pro rein und checken da die Lage. Ich habe schon mehrere Shots, beziehungsweise 3 vorbereitet. Ich habe eigentlich schon diese Transition in ein paar Projekten gemacht, die ihr gesehen habt. Und ich zeige euch eben, wie ich das gemacht habe, damit ihr das auch nachmachen könnt. Also, ab geht's, auf zu Premiere. Let's go! So, wir sind jetzt bei Premiere Pro und ich habe jetzt hier diese 3 Dateien für euch. Na, ihr seht, wir fangen auf einer Seite der Wand an. Bewegen uns einmal im Halbkreis um die Wand herum und beenden am Ende der Wand. Und dann fängt schon der nächste Shot an. Boom. Und boom. So, das ist die Transition. Um die soll es heute gehen. Und was wir jetzt machen, ist Folgendes. Wir haben natürlich erstmal, das habe ich jetzt schon vorbereitend gemacht, aber das zeige ich euch eben kurz. Wir müssen natürlich erstmal aus dem Clip, den wir gemacht haben, den wichtigen Teil rausschneiden. Ja, also wir haben hier natürlich vorher, nachher noch ein paar Teile, die wir nicht brauchen. Das heißt, wir fangen an reinzucutten, genau da, wo die Bewegung anfängt. Das heißt, ich fange an, mich von der Wand wegzubewegen. Da, ungefähr. Und es geht los, bis hier, zack, und stopp. Und hier endet meine Motion. So, da cutte ich wieder raus. Und dann habt ihr quasi hier einmal den cleanen Übergang. Das macht ihr natürlich mit den anderen Dateien auch, sodass ihr quasi hier alles clean habt schon mal. Es ist nichts anderes als Speedramps, wenn man Speedramps macht. Falls ihr nicht wisst, was Speedramps sind, dann werdet ihr es entweder jetzt lernen oder ihr schaut euch ein anderes Tutorial an, was ich noch nicht gemacht habe. Falls ihr das Tutorial braucht, einfach Bescheid sagen und ich mache euch eins fertig. Aber im Prinzip sind Speedramps nichts anderes, als dass ihr quasi am Anfang und am Ende die Geschwindigkeit des Clips extrem erhöht. Dazu aktivieren wir jetzt das Geschwindigkeitstool hier. So, dann haben wir jetzt diese Linie hier als Geschwindigkeitsausdruck. Und was wir jetzt machen ist im Prinzip, ihr beschleunigt jetzt einen bestimmten Teil des Clips so heftig, dass es richtig schnell wird. Dann stoppt ihr und bleibt bei einem bildwichtigen Moment stehen, beziehungsweise lasst halt in normaler Geschwindigkeit ablaufen. Und dann geht es wieder schnell weiter. Okay, so ist das eigentlich geplant. Und was wir jetzt machen ist, wir gucken halt, dass wir natürlich beim Shooting dass die Models so stehen lassen, dass sie sich nicht bewegen und erst dann sich bewegen, wenn wir im Prinzip in der Mitte des Halbkreises angekommen sind. So, und sobald die sich aufhören zu bewegen, beginnt wieder die schnelle Geschwindigkeit. Was wir jetzt machen ist, wir suchen hier ein Teil. Sagen wir mal, wir wollen das jetzt speedrampen bis hier. Dann bedeutet das jetzt, wir drücken P und haben das Pen-Tool, klicken hier einmal hin, drücken V, haben wieder die Maus, die normale, und jetzt ziehen wir einfach hier das Geschwindigkeitstool einfach hoch. Okay, und ihr seht, der Clip verkürzt sich. Ich mache hier mal den Ton eben aus. Das kann weg. Was ihr jetzt habt, ist hier ein Clip, der um 600% schneller ist. Wir machen das jetzt mal noch krasser. Weil unser Ziel ist es, dass wir ungefähr 5 Frames haben. Von Anfang der Wand bis zu diesem Zeitpunkt, wo die hier in der Mitte stehen und sich bewegen. Okay?
Was haben wir jetzt aktuell? Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, circa 12. Also das sind 11 Frames. Wir möchten aber eigentlich auf 5 bis 7 Frames runterkommen. Also, was müssen wir machen? Wir müssen jetzt im Prinzip hier einfach nur noch schneller werden. So. So, wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Im Prinzip geht das jetzt auch nicht mehr schneller, weil dieses Tool geht nur bis 1000%. Wir könnten das jetzt noch anders machen, also nochmal beschleunigen, indem wir es cutten und mit dem Geschwindigkeitstool hier ändern. Aber das macht es nur unnötig kompliziert, deswegen gucken wir einfach, ob das auch so klappt. Die Range ist so zwischen 5 bis 10 Frames. Also man kann es nicht immer perfekt machen. Wenn ihr es quasi einfacher haben möchtet, müsstet ihr im Prinzip, wenn ihr das Material filmt, einfach ein bisschen schneller laufen. Also da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, dass ich im Prinzip bei diesem Footage einfach ein bisschen verkackt habe, weil ich einfach ein bisschen zu langsam gelaufen bin und dadurch das Ganze sich nicht mehr so einfach beschleunigen lässt. Aber wir wollen es ja erstmal simpel halten, deswegen lassen wir es so. Und was wir auch noch machen können, ist, wir können jetzt hier bei diesem Pfeil hier, können wir den Pfeil auseinanderziehen, sodass da ein Übergang entsteht. Seht ihr diese Linie, die hier jetzt so diesen Übergang bildet? Das ist im Prinzip jetzt hier die Geschwindigkeit, die hier bei 1000% ist und dann auf 100% reduziert wird. Zack, und wir sind jetzt hier bei 100. Das heißt, hier ist es 1000% Geschwindigkeit und 100% Geschwindigkeit. Das können wir uns einmal anschauen. Bumm. So. Bumm. Also. Ne? Ihr seht hier, wir haben hier das Ganze beschleunigt, aus der Wand raus. Und dann haben wir jetzt hier diesen super epischen Moment, wo die beiden sich mega cool bewegen. Und jetzt hören die sich auf zu bewegen. Und jetzt machen wir hier den nächsten Punkt hin. Zack. Und gehen hier wieder auf die 1000% hoch. So. Wie viele Frames haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Frames, alles klar. Sieht ja schon mal ganz super aus. Und dann können wir auch hier jetzt einfach dieses Tool auseinanderziehen, sodass wir hier einen weicheren Übergang bekommen von der Realgeschwindigkeit zur Hyperspeed. Und so haben wir quasi den ersten Teil fertig. Boom. Okay, also zack. Und chill, 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 chill. Und zack. So. Dann geht es rüber zur nächsten Wall. Und jetzt machen wir einfach genau dasselbe. Heißt, wir aktivieren hier. Wichtig ist, dass ihr, wenn ihr hier die rechte Maus betätigt, dass ihr nicht auf dem Clip drauf seid und die Maus drückt, sondern ihr müsst hier auf diesem kleinen FX-Symbol rechte Maus drücken, dann kommt dieses Menü hier raus. Und da auf Zeitverzerrung und dann auf Geschwindigkeit. So kriegt ihr dieses Tool. So. Also, auch hier machen wir wieder dasselbe. Wir gucken, wann fängt meine Motion an. Na, circa hier. So, dann schneiden wir es mal weg. Und wann fängt die Motion von den beiden an? Da, wo die ihre Hände runternehmen. Das heißt, hier stoppen. Ach Quatsch, jetzt habe ich schon gecuttet, sorry. Hier setzen wir jetzt wieder den Punkt. Zack. Und gehen hier wieder auf die 1000% hoch oder je nachdem, wie viel ihr halt braucht. Okay? So. Und das sieht ja schon wieder aus, als wären das ungefähr 9 Frames. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Genau. So, und auch hier können wir das Ganze jetzt auseinanderziehen. Das mache ich so in 2, 3 Frames, damit ihr halt einen weicheren Übergang habt. Okay, also schauen wir uns das mal an. Zack. Dann die Realgeschwindigkeit und zack. Boom. Habt ihr das gesehen? Und boom. Da kommt der Switch. Sieht mega nice aus. Und ist, wie ihr seht, eigentlich super, super einfach zu machen. Ihr müsst halt natürlich nur ein bisschen viel beachten beim Dreh. Was ihr zu beachten habt, wie ihr das filmen sollt, das erkläre ich euch einfach am Ende, wenn wir das fertig geschnitten haben. Also, boom, zack. Und hier hört die Bewegung wieder auf. Und dann machen wir hier wieder den Punkt rein. Und zack, gehen wieder auf. Oh, das ist, glaube ich, schon ein bisschen too much. Das checken wir jetzt mal ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, 7 Frames ist in Ordnung, würde ich sagen. Da brauchen wir gar nicht mal auf die 1000% zu gehen. Da bin ich anscheinend ein bisschen schneller gelaufen. Das heißt, hier machen wir noch den Fade eben rein. So. So. Und dann können wir schon zur nächsten Wand gehen. Genau. Und
Die richtige Challenge beginnt eigentlich erst dann, wenn ihr das quasi auf eine bestimmte Musik schneidet, weil dann müsst ihr das nämlich zu dem Beat, wenn ihr das möchtet, anpassen. Das würde ich euch dann aber in einem separaten Video zeigen, wenn ihr das möchtet. Heute geht es halt nur, wie man diesen Effekt hier macht. So, jetzt haben wir den dritten Clip hier auch fertig. Und dann können wir uns das mal einmal anschauen. Ja, sieht schon ganz entspannt aus. So, aber noch nicht ganz perfekt. Ich habe hier auch noch einen anderen Clip mitgebracht. Da habe ich leider die Rohdateien nicht mehr gefunden. Nur von diesem Dreh habe ich jetzt noch die Rohdateien gefunden. Und hier habe ich dasselbe auch mal gemacht. Und theoretisch kann man jetzt das einfach überchillig zusammenfügen. Also das ist wirklich mega entspannt. Das zeige ich auch gleich mal. Aber erstmal wollen wir das hier noch so ein bisschen perfektionieren, oder? Also, ihr seht ja, es ist so ein bisschen unsmooth. Hier gerade da, wo es halt gespeedet wird. Und wie wir das jetzt einfach ganz easy korrigieren in 2-3 Steps ist, ihr werdet das Ganze jetzt verschachteln. Ich nenne es einfach mal Stab für Stabilisierung. Gehe dann auf Effekte hier unten und suche die Verkrümmungsstabilisierung und wende die jetzt einfach mal an. Und da seht ihr jetzt hier, die Verkrümmungsstabilisierung arbeitet jetzt schon. Und was jetzt passiert ist, es wird einfach relativ smooth aussehen. Das ist eigentlich mega nice. Natürlich wird hier ein bisschen gecropped. Aber dafür wird es echt nice. Und das machen wir jetzt einfach mit jedem Clip einmal kurz und dann gucken wir uns das Ergebnis mal an. So, jetzt haben wir es an allen drei Stellen angewendet und schauen mal nach, wie es aussieht. Oh, ups. Zack. Nice, nice, nice und bumm. Nice, 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 nice und bumm. Nice, 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 nice und da sind wir jetzt weg. Und jetzt können wir natürlich einfach das hier noch hinzufügen. Hier ist jetzt quasi zu beachten, da es in einem anderen Video war, habe ich hier noch so eine Art Intro reingemacht. Man sieht, dass die Person hier reinfährt und dann erst die Transition beginnt. Ich zeige euch mal die Transition eben, die hier. Zack und let's go. Boom. Und boom. Und boom. Und boom. Und jetzt haben wir sogar was Besonderes gemacht. Wir haben hier nämlich einfach, dadurch, dass er die Hände hier ausstreckt und die Kamera quasi durch die Luft zurückdrückt, das rückwärts gemacht. Zack. 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 Und cool. Mega cool. Das können wir jetzt theoretisch einfach hier mit reinschneiden. Das ist super easy. Ihr müsst jetzt eine Stelle finden, wo ihr denkt, ja, why not? Beziehungsweise, ich zeige euch das Ganze einmal mit Sound. Ich glaube, das ist auch noch interessant. Also hört mal rein. Also man sieht schon, die Speedramps sind quasi auf den Beat angepasst. Und was der Vorteil an dieser Transition ist, ist, dass man halt wirklich überall irgendwas anderes einsetzen kann. Ne? Also du kannst halt an verschiedene Wände gehen und dann halt wirklich alles anders machen, als wie es vorher war. Und ich schneide das mal eben auseinander hier einfach. Und wir tun jetzt einfach mal den Clip hier rein. Das passt natürlich interessant, ist gar nicht. Aber ich wollte euch eh nur zeigen, dass das halt super gut auch einfach funktioniert. Also wir haben hier diesen Clip. Und easy peasy, es sieht einfach aus, als würde es dazu gehören. Und jetzt das Witzige ist, es geht auch einfach weiter. So, ihr seht hier noch die Balken. Das ist, weil ich das anders formatiert habe, das Video. Das kann ich euch auch gerne erklären, wie man dieses Format exportiert, ohne dass man so schwarze Balken quasi hier reinsetzt, sondern dass man es quasi original in dieser Pixelgröße exportiert. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Wenn ihr das wissen wollt, schreibt doch einfach unten in die Kommentare und ich werde es euch mal irgendwann zeigen. Auch super easy zu machen eigentlich, wenn man es weiß.
Ja, das war es, denke ich mal, eigentlich schon. Also ihr wisst jetzt, wie das funktioniert und das Ganze geht halt wirklich super, super einfach und in diesem Shot hier zum Beispiel seht ihr mich hier mit dem lieben David sogar im Hintergrund, weil ich meinen doofen CPL-Filter nicht dabei hatte und ich mich dadurch in der Spiegelung quasi nicht entfernen konnte. Aber so seht ihr auch, wie der Shot funktioniert. Also ihr steht hier mit der Kamera an der Wand, wirklich komplett an der Wand mit dem Gimbal. Wichtig ist, dass die Person oder was auch immer ihr in der Mitte habt, immer in der Mitte von der Kamera sind. Das heißt, wenn ihr drumherum läuft im 180-Grad-Winkel, wenn ihr um die Person drumherum läuft um 180 Grad, dann ist es halt extrem wichtig, dass sie immer in der Mitte sind. Das seht ihr auch hier, also ich laufe um die herum und die sind immer in der Mitte. Das ist extrem wichtig, damit der Shot auch wirklich clean funktioniert. Na, und dann lauft ihr in die Wand rein und der nächste Shot beginnt. Jo Leute, so, das war's mit dem Tutorial. Ich hoffe, ich konnte euch mal wieder etwas zeigen, etwas beibringen und euch motivieren, rauszugehen und ein paar Videos zu machen. Was ihr alles dafür braucht, das sage ich euch eben kurz, das habe ich vorhin schon gesagt beim Tutorial, beim Erklären. Ihr braucht auf jeden Fall ein Gimbal. Ihr braucht eine Cam und das war's eigentlich schon, mehr braucht ihr nicht. Also ihr braucht die zwei Sachen einfach nur und dann müsst ihr eigentlich nur noch darauf achten, dass ihr das Ganze richtig aufnehmt. Und wie man das richtig aufnimmt, das versuche ich euch jetzt mal zu erklären. Falls ihr das trotzdem nicht so ganz versteht, dann schreibt einfach unten in die Kommentare, dass ich eventuell abseits davon nochmal ein kleines Tutorial mache, wie man das halt wirklich macht, damit ihr seht, wie ich das mache im Prinzip mit dem Ablaufen. Aber eigentlich ist es mega easy. Ihr müsst einfach nur eine große Wand finden und an dieser großen Wand stellt ihr jetzt einfach euer Subjekt hin. Es kann ein Motorrad sein, es kann ein Mensch sein, es kann irgendwas sein, egal was. Ich finde es halt mit Menschen immer mega cool, weil dann könnt ihr nämlich folgenden Effekt machen. Ihr könnt die still stehen lassen an der Wand in der Mitte und wenn ihr jetzt hier seid, dann fangt ihr an zu laufen und das ganze Stück bis hier vorne, das ist ja gespeedrampt. Das heißt, hier seid ihr super, super schnell und dann lasst ihr die einfach nur still stehen, ohne Motion. Und sobald ihr hier fast in der Mitte seid, lasst ihr die kurz. Sag mal hallo. Sag mal hallo. Okay. Okay, wo waren wir? Also, ihr habt die Leute in der Mitte und ihr lauft drumherum, ne? Um 180 Grad. So, wenn ihr also bis hier gelaufen seid, dann könnt ihr die irgendeine Bewegung machen lassen, die cool aussieht. Also, ihr lauft quasi von der Wand aus bis hier. Natürlich lauft ihr dabei weiter. Die bewegen sich, während ihr weiterlauft und freezen. Die bewegen sich nicht mehr. Und dann lauft ihr bis zur Wand. So, und in diesem Moment, wo ihr quasi in der Realgeschwindigkeit seid, da lasst ihr die bewegen und das sieht mega fancy aus. Puh. Also, die zweite Sache, die ihr beachten müsst, ist, wenn ihr mit der Kamera jetzt hier um 180 Grad um das Subject drumherum lauft, dann ist es extrem wichtig, dass das Subject genau in der Mitte vom Frame ist. Also ihr müsst wirklich darauf achten, dass wenn ihr um 180 Grad drumherum lauft, dass die Menschen oder das, was auch immer ihr da habt, immer in der Mitte ist. Weil sonst wird das richtig wackelig und sieht ganz komisch aus. Das ist ein bisschen schwierig. Macht das einfach ein paar Mal und versucht das einfach ein bisschen und dann wird das schon klappen, denke ich. Man kann das auch noch als Hyperlapse machen. Das heißt, ihr könnt euch mit dem Stativ hinstellen und halt wirklich Foto für Foto diese 180 Grad durchgehen. Nachteil ist aber, ihr könnt dann nicht dieses Bewegen machen. Weil, also es geht schon, aber es wird halt so ein bisschen stockelig und es ist extrem schwer für die Leute, weil die halt bei jedem Foto natürlich ihre Pose freezen müssen und das ist unglaublich schwer. Deswegen ist das natürlich die einfache Variante für die Person, die aber tatsächlich manchmal nicht so 100% clean aussieht, weil durch die Verkrümmungsstabilisierung manchmal so ein Wobble entsteht. Deswegen achtet wirklich darauf, dass ihr diesen Shot möglichst clean hinkriegt, damit das Ganze auch funktioniert. Die Hyperlapse ist halt auch viel zeitaufwendiger, weil ihr wirklich halt Foto für Foto diese 180 Grad ablaufen müsst und das ist halt, wenn ihr nicht viel Zeit habt bei einer Produktion, einfach unglaublich unpraktisch und das geht halt mit dem Gimbal wirklich in 10 Sekunden. Also dann habt ihr in 10 Sekunden, wenn ihr es drauf habt, den Shot drinne und könnt direkt weiterziehen. Ne? Das könnt ihr bei der Hyperlapse komplett vergessen. Da müsst ihr halt wirklich, ich weiß nicht, eine Viertelstunde, vielleicht eine halbe Stunde Foto für Foto diese Action machen und ihr habt den Nachteil, dass ihr die Models nicht so gut bewegen könnt. Beziehungsweise wenn die sich bewegen und sich dabei quasi ein Fehler einarbeitet, dann sieht das einfach auch wieder richtig wack aus. Von daher ist das auf jeden Fall die einfachste Variante und ich finde somit auch die praktischste Variante, um diese Wall Transition zu machen. Einfach mit Jump Cuts
Und dann ist das eigentlich mega nice. Also ich finde, das ist ein mega geiler und abwechslungsreicher Shot. Und der macht auch eigentlich echt Bock. Also probiert einfach mal aus und schreibt mir in die Kommentare, wie das bei euch geklappt hat. Wenn es nicht so gut geklappt hat, schreibt trotzdem einfach in die Kommentare und sagt mir, was vielleicht nicht geklappt hat. Dann kann ich euch eventuell unterstützen. Ansonsten, wenn ihr das wirklich nochmal braucht, mache ich nochmal wirklich extra ein Video dafür, wie man das quasi on the field macht. Also wie man das wirklich dann mit der Kamera macht, wie man, oder wie ich zumindest, laufe. Wenn ihr noch Fragen habt, einfach unten in die Kommentare reinhauen. Ich werde mir das auf jeden Fall durchlesen und versuchen zu beantworten. Ansonsten lasst ein Like da. Ich freue mich auch, wenn ihr den Channel abonnieren würdet. Und ich freue mich mega dann auf euren Support. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Beim nächsten Tutorial oder was auch immer, keine Ahnung. Weiß nicht. See you guys.